Ach, wieso managen? Menschen kommen eh zueinander. Ne? Na klar kommen die Menschen zueinander. Wir sagen, es ergibt sich doch von alleine. Die Ergänzung ist ja gegeben. Ja? Ich sag's euch, was sich von alleine ergibt. Ein Chaos ergibt sich von alleine. Ja? Aber wir können doch spontan reagieren, ja, das ist doch das Beste. Ja? Habt ihr noch unsere Puma-Übung in Erinnerung? Spontane Reaktion in einer unbekannten Situation. Ja? Du wirst ganz sicher ganz richtig reagieren in allen unbekannten Situationen, Stresssituationen. Ja. Aber glaub mir, alle anderen außer dir werden immer wieder Fehler produzieren, sogenannte Ketten von Fehlern, weil diese Situationen nicht durchdacht worden sind. Szenarien, Situationen, Varianten nicht durchgespielt, weil es lästig ist. Und unangenehm auch, wenn es um die gefährliche Situation handelt. Deswegen sagen wir, ach, das wird schon. Wenn es soweit ist, na, wie dein Freund, dann gehe ich einfach in den Wald, wenn es zusammenkracht. Ja, Städter. Ja. Und was wirst du da machen? Jagen. Hast du Waffe? Nein. Ah, oh. Ja. Und wenn du niemanden fängst, anbauen. Hast du Saatgut? Nein. Na, so. Das ist so, spontane Reaktion. Es kracht und ich gehe spontan in den Wald und dann klappt alles wie am Schnürchen. Ja? Und genau dasselbe betrifft Interaktionen mit Menschen. Ja? Da gibt es Hungrige, da gibt es Bewaffnete und du denkst, dass du mit allen sofort klarkommst, weil du so super bist. Und du brauchst dir die Situation gar nicht durchzudenken. Wenn du diesen Glauben beibehalten willst, wird dir das Leben selbst, höchstpersönlich, diesen Glauben nehmen, bald. Ja? Empfehlung, durchdenken, Arbeit machen, Szenarien durchspielen. Nicht ein Schritt nach vorne, 10 Schritte nach vorne. Verschiedene Situationen, diverse Lagen, auch gefährliche Situationen, vor allem gefährliche Situationen. Weil wenn die Sonne scheint, wenn alles supi ist, brauchst du keinen Plan. Du brauchst einen Plan für die Zeiten, wo es nicht supi ist. Du brauchst einen Plan für Worst Case. Ja? Also gerade das will durchdacht werden. Wenn in der Chaosphase irgendwelche Leute in dein Blickfeld oder in dein Haus eintreten, ne? Gefährlichen oder bewaffneten oder traumatisierten, ja? Denen du helfen willst. Denkst du wirklich, sie brauchen in dem Moment deine Erzählungen über Aleum und Homo Solaris? Ja, nicht. Ne? Was brauchen sie? Na, die existenziellen Bedürfnisse abzudecken. Dach über dem Kopf, Schutz, Essen, Arbeit. Brauchen sie vielleicht nicht, aber sie müssen arbeiten, um die Gemeinschaft durchzubringen. Jemand muss das alles organisieren. Es ergibt sich nicht von alleine. Mach dir keine Illusion, dass es sich von alleine ergibt. Und Frage an dieser Stelle. Hast du für irgendetwas davon schon vorgesorgt? Schon irgendetwas vororganisiert? Oder zumindest mal mental durchgespielt. Bist du imstande, andere Menschen, die zum Beispiel diese Ressourcen haben, wenn du sie nicht hast, organisiert, in Kenntnis gesetzt? Oder wird sich alles einfach so spontan ergeben? Es gehören nämlich 1000 Sachen dazu. Es ist alles andere als einfach. Weder Gemeinschaftsleben noch wirtschaftlich zu überstehen, wehrhaft zu sein und Zukunft zu bilden. Und ich sag's, wenn du das nicht tust, du, ganz groß du, der Spirituelle, ja, du, der Wissende, du, das alte Selbst, wenn du das nicht machst, ich sag dir, wer das Spiel übernehmen wird. Der mit der größten Knarre auf der Straße. Und die Zeit ist kurz. Dieses Kairos-Fenster ist kurz für die Übernahme. Wer das Spiel spielt, wer den Ton angibt. Denn die Zeit der Wölfe tritt so schnell ein.
Und dann ist es vorbei plötzlich, weil die haben schon übernommen. Glaub mir, die Zeit der Wölfe, der Mensch wird sehr schnell, oder viele Menschen werden sehr schnell zu Wolf in Extremsituationen, wenn ihre Kinder hungern. Vielleicht hast du diesbezüglich auch so eine Blockade. Aber das muss doch alles auf Augenhöhe passieren. Ja. Bloß keine Hierarchie. Ne? Ich sag mal so, Demokratie im wahren Sinne hat einen Wert. Also Besprechungen, Beratungen, Konsens, das hat alles einen Wert. Wie viel davon in welcher Situation gefragt ist, ist eine andere Frage, Optimum. Ja? Und es gibt Situationen, wo klarer Befehl und klare Hierarchie besser funktionieren. Und wenn du das von vornherein ablehnst, wirst du scheitern beim Versuch, Menschen zu organisieren. Und ich rede vom Reden. Ja? Reden durch Organisieren. Aber Gott wird schon richten. Ne? Gott wird auch seine nicht verlassen. Gott wird schon richten. Ne? Ob dir das schmecken wird, wer richtet. Er hat nur so eine Pauschallösung. Wenn unten keine Spezialisten, keine Manager, keine Wachhatleute gibt, die spezifische Situationen managen, kreieren, ordnen, dann gibt es halt nur eine große Lösung. Ja? Walze. Ja? Es wird dir nicht schmecken. Denk nicht, dass Gott persönlich sich so sehr um dich kümmern wird. Hat die Hände voll zu tun. Wieso du nicht? Wieso soll Gott dir helfen? Und wer hilft Gott? Schiller. Schiller ist tot. Und du bist da. Und du sollst da sein als Architekt, als Gestalter, als Organisator, nicht als ein kleiner, beschissener Spielball der Kräfte, auch ein egoistischer dazu. Ja? Wenn es nur um dich geht, ist ein egoistischer Spielball der Kräfte. Er spürt schon, wohin ich euch jetzt ziehe, führe, plädiere. Ja? Ich sage, um dieser Revolution, große Umwälzung der Welt, ich meine jetzt nicht nur Great Reset oder nur Chaosphase, ja, sondern es wird Jahre einnehmen, bis alles sitzt, bis die neue Zeit wirklich funktioniert, bis die neue Gesellschaft wirklich funktioniert. Wir reden von Jahren, bis alles funktioniert, auch die neue Realitätsbeschaffenheit. Es wird nicht so eingeschaltet. Es gibt zwar solche Momente wie Polsprung, aber insgesamt dieser Umwandlung braucht Zeit, so wie Schwangerschaft, Geburt, Wachstum. Ne? Und um diese Revolution, ganz groß gemeint, zu gestalten, brauchen wir alle jetzt eine persönliche Revolution zuerst. Das heißt, Umwandlung von einem Lehrling oder in der Ausbildung sich befindenden, ja, immer noch in der Ausbildung oder schon praktizierender Magier, Hyperraumkünstler, kann auch gekoppelt werden. Manche Hyperraumwirkende empfinden sich trotzdem als sich in der Ausbildung befindende. All das, all dieser Komplex, was uns Spirituelle und auch Alteraner speziell ausmacht, umdefinieren, sich umdefinieren, zu einem Maya 3D-Gestalter werden, zu einem Organisator, zu einem Anführer werden. Das Gegenteil von Opposition. Und ja, es braucht viel Mut, viel Scharfsinn, viel Management, um diese mögliche Etappe des Stadtterrors und auch die darauf kommende Chaosphase und Kataklysmenphase, was vielleicht noch die härteste aller Phasen sein wird, gut zu meistern. Diese Selbstumwandlung
in einen Anführer, Organisator, Gestalter der Maya, Organisator der Menschen, ist, wenn es gelingt, ist der Schlüssel dazu, dass diese Gesellschaft nicht in Brutalität und Terrorherrschaft abstürzt, sondern dass es eine gute, gerechte Zukunft möglich wird. Ihr habt noch in Erinnerung unser Freimir Kron, ne? Als Bild zur Erinnerung, weil ich jetzt etwas den Männern sagen will. Männer, es wird jetzt echt die ganze Palette brauchen von euch, von uns. Und definitiv wird es Jaro brauchen, Agni, Mener, Rasto und Patrex. Patrex. Jetzt müssen wir alle Register ziehen. Sonst ist das nicht zu schaukeln, diese Nummer. Noch ein Bild für euch. Der Käfig zerbricht. Und dann der Gottkerl ist wieder dran. Beschützer mit starker Hand. Für Frau, das Volk und Land. Ich bin hier. Ich bin mein Krafttier. Ich bin der Gottmann. Bewahrer, der alles kann. Ich singe euch sogar nochmal das Lied. Der Käfig zerbricht und dann der Gottkerl ist wieder dran. Beschützer mit starker Hand für Frau, das Volk und Land. Ich bin hier, ich bin mein Krafttier, ich bin der Gottmann, bewahre, der alles kann, bewahre, der alles kann, bewahre, der alles kann. Und für unsere liebe und schöne Frauen, die alle so gut Scha, Daura, Krona und Triami könnt, folgendes. Es werden dringend Rasa, Stupa und Atma gebraucht, dringend benötigt. Wachs da hinein. Nach unten, nach oben. Da ist verdammt viel Power. Freunde, Macht ist nicht Manipulation. Macht ist nicht Lüge. Macht ist nicht List. Macht es nicht Gewalt. Oder auf der anderen Seite, macht es nicht Überredungskunst. Deswegen gibt es all diese Worte extra. Und wenn wir sagen, die Summe dessen, was ich genannt habe, das ist die Macht, dann liegt er falsch. Macht ist das, was übrig bleibt, wenn all das nicht da ist. Keine Manipulation. Keine Lüge, keine Gewalt, kein Betteln. Ja? Weil wenn du jemanden einfach überredest oder durch Argumente sozusagen überzeugst, an die Wand spielst und aufgrund dessen trifft er Entscheidung, ne, das zu akzeptieren, das war seine Entscheidung und nicht deine. Verstehst du? Das war dann Überredung, Überzeugung, Argumentation. Das war kein Machteinfluss. Er hat dir nicht vertraut, hat dich darauf nicht verlassen. Du hast ihn einfach mit Argumenten niedergeschlagen. Versteht er, was ich meine? Ich sage nicht, dass die Macht nicht kommunizieren soll, aber sicher.
aber das ist nicht Macht, sondern als Instrument der Macht, wie die Instrumente dieser bösen Macht von heute Manipulation und Gewalt sind. Warum? Weil sie keine Macht haben. Sie haben Gewalt und Manipulation. Das muss man verstehen. Dass wir das Wort Macht mit all diesem Cocktail besudeln, wenn wir das gleichsetzen. Macht ist nicht das. Was ist Macht? Denk mal an die Kindererziehung. Oder im russischen Äquivalent des Wortes an das Hochnähren. Ja? Nicht ziehen, hochnähren. Wo du den Kindern Regeln vermittelst, die für ihn nützlich sind, die ihn sogar das Leben retten oder ihn vor Traumen schützen. Ne? Du gibst ihm einen Rahmen, einen Halt. Du bist eine natürliche Autorität für das Kind. Das ist die Macht. Du kannst ohne Gewalt und ohne Manipulation, ohne Lüge und List und ohne zu viel bla 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 bla. Ach Liebling, versteh doch bitte. Ja? Das ist auch keine Macht. Ja? So, aus dieser Position heraus deine gute, gerechte, wohlwollende Macht ausüben. Du musst das sogar tun. Das ist deine Pflicht, das zu tun, weil das Kind noch klein ist. Später, wenn es groß ist, wird das für sich selbst sorgen. Aber du musst ihm zuerst Wurzeln geben und erst dann, später, die Flügeln. Ja? So, das ist deine Verantwortung. Und ich habe den Frauen ja, gesagt, da ist viel Power drin, ne? In Rasa, Stupa und Atma. Power. Dieses Wort im deutschen Sprachgebrauch ist nicht mit all diesen bescheuerten Konnotationen belegt. Ja? Ja, die heutige Regierende haben Gewalt und Manipulation im Petto, weil sie keine Macht haben, keine Autorität. Und das Wort Power ist frei davon. Wenn wir beim Wort Macht, um das zu reinigen und zu heilen in unserem Geiste, immer das Wort Power reinholen, dann spüren wir besser, was Macht ist. Power. Und dass das eine Seelenkomponente hat. Power hat eine Seelenkomponente. Mensch mit Power hat eine Seelenkomponente, hat auch Kraft. Er ist überzeugend, also hat er natürliche Macht. Und einer, der im deutschen Sprachgebrauch Macht hat, kann ein kompletter Trottel sein. All die möchte gern Mussolinis von heute, ja, ob das der dämliche Karl Nehammer, ja, das Volk braucht endlich einen Hammer, ja, und da kommt ein Nehammer, oder dieser Schlafmütze, dieser oh, so vergessliche Olaf Scholz, ne, das sind, die Leute haben keine Macht, können sie auch nicht haben, das sind Pappnasen, ja. In dem Sinne meine ich, das Macht, wenn wir das für uns reinigen, dann begreifen wir, dass etwas Gutes und Notwendiges ist. Ja? Und das Wort Power hilft uns dabei. Und bei den Kindern können wir auch so historisch jetzt begreifen, dass, wie das lief. Ja? So diese patriarchale Epoche, wo Klöpper und fertig, ja, und mit 10 aufs Feld, ne? Wir sagen, nein, 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 das wollen wir nicht. Und da kam die antiautoritäre Antithese, ja, These. Und dann kam die Antithese, ach Liebling, ja, begreif doch bitte, ja. So diese ewige Bla-Bla-Bla auf akademischem Niveau mit Dreijährigen, ja, wo null Macht und null Achtung im Spiel ist. Ja. Das ist die Antithese. Und ich meine, die Sache ist erst dann gut, ja, wenn eine Synthese kommt. Und was ist die Synthese? Eine gerechte Führung. Ja? Keine auf die Schnauze, keine Unterdrückung, aber auch nicht dieses ewige Säuseln und Betteln. Ja? Das ist peinlich einfach nur. Ja? So gerechte Führung. Und nicht gleich, ach, Augenhöhe. Ja, Augenhöhe und Demokratie muss nicht von Anfang an da sein. Schätzung, Respekt, ja, aber welche Augenhöhe, wenn es nicht mal stehen kann? Ja? Du musst dich hinsetzen.
um die ab und zu Augenhöhe zu erreichen. Ja? Aber du musst sie nicht betreiben. Immer mehr ins Spiel bringen. Aber das ist kein Muss. Ganz am Anfang nicht. Für die Kinder nicht und auch für die Jungen selbst nicht. Hör auf, damit zu denken, dass alle Menschen gleich sind. Niemand ist gleich. Wir sind verschieden. Und besonders vom Alter her. Und wenn du dir sagst, Kinder und auch junge selbst haben Recht auf Autorität, Recht auf gute, gerechte Führung, ja? Dann hast du es umgedreht. Du willst ja niemanden vergewaltigen. Deine Macht ist gut. Sie haben Recht auf deine Macht. Betrachte das als eine Phase. Ob das jetzt so wie in der Kinder hochnähren. Du machst zuerst viel. Ja? Wenn es anfängt zu laufen, läufst du gebückt hinterher, bis dein Kreuz wehtut. Ja? Job machen. Ja? Dann irgendwann läufst du von alleine. Job ändert sich. Andere Sorgen, ja, aber generell kann das immer mehr Verantwortung übernehmen. So auch historisch jetzt, in dieser Umwälzung, die wir alle durchleben wollen, sorgst du für junge Selbste, organisierst sie, beschützt sie, übst deine gute, gerechte Macht aus. Ne? Und im Laufe der Entwicklung delegierst du Stück für Stück deine Macht an die anderen, wenn du siehst, das kann ertragen, weil du willst sie ja gar nicht haben. Du machst ja den Job. Du machst ja die Arbeit, einfach weil du der Alte bist. Ja? Und dann, wenn es möglich wird und sinnvoll, dann überträgst du, übergibst du, ja? Stück für Stück. Jetzt spüre dein Chrastor im Herzen. Als liebesbasierte Macht. Spüre den König, der die Knechte frei macht und darin besteht seine Mission. Dein Herz Chrastor erfüllt, bildet einen Torus um sich herum, eine Art Magnetosphäre. Und dieser Torus um deinen Körper herum korreliert und resoniert mit dem Bouchard, mit dem großen Torus, mit dem energetischen Teil deines informativen Körpers namens Telus. Chrastotorus, energetisch geladen, voll Power, voll Ethos. Lege auf den Torus eine Doppelpatrick-Sphäre, wie wir immer bei Schutztechnologien das gemacht haben, die aus lauten Doppelpatricksen besteht. Und das ist keine eiserne Rüstung auf deinem Torus, das ist kein Schutz, das ist ein Netzwerk, das das Prinzip Ordnung und Macht trägt. Es liegt wie Haut, wie Netzhaut auf deinem Chrastotorus und strahlt hinein aus jedem Verbindungspunkt in dein Herz. Das sind Lichtstrahlen. Das ist auch ein Lichtnetzwerk. Es geht auch nach außen durch die Patrex-Ecken. Und das vermischt dich. Das Patrex-Licht mit dem Chrastor-Licht. Das verbundene Licht trägt beide archetypische Qualitäten. Die des Königs, der die Knechte frei macht. Und die des Weltgesetzes, des Prinzips Ordnung und auch des Prinzips Macht. So stehst du da, Chrastopatrex, strahlst in einer festen, durchdachten Struktur. So wie du jetzt bist,
Nimm die Verbindung auf. Zuerst mit dem Menschheitsegregor, dann mit dem arischen Egregor, womöglich in der Gestalt eines Greifes, und dann auch mit dem deutschen Nationalegregor, wenn du willst, in Adlergestalt. Lass sie dich sehen, dann strahlten Rastopatricks. Lade Franje Kron ein, als extra Egregor in der Runde. Sie sehen dich. Bleib Rastopatricks und sag in dieser Qualität Folgendes alten Egregor. Sag, Freunde, hört mein Wort. Ich melde mich zum Dienst an. Zum Dienst an der Menschenführung durch die schweren Zeiten. Um das machen zu können, werde ich realistisch, konkret und konsequent denken und handeln. Ich werde Menschen praktisch anleiten, damit sie die kommende Umwälzung gut überstehen und eine menschenwürdige Zukunft gemeinsam erschaffen. Ich nehme diesen komplizierten und undankbaren Job an, weil es jetzt nicht mehr um mich geht, sondern um die Gemeinschaft. Ich werde Wahrheit sein. Ich werde das Licht tragen. Ich werde die Brücke sein in die neue Epoche, die wir Schritt für Schritt ersinnen, planen, konstruieren und verwirklichen. Freunde, ich werde diese notwendige Arbeit so lange tun, bis alle Gefahren überwunden sind und eine neue, bessere Gesellschaft etabliert und stabil ist. Meine Macht ist nicht nur bloße Überredungskunst, auch nicht Manipulation, List oder Gewalt. Meine Macht ist eine gute und praktische Führung. Eine gerechte Power. Ich werde sie mutig und weise einsetzen, bis die Jungen selbst die Sache übernehmen. Freunde, diese meine Worte sind eine Invokation, eine Anrufung und auch ein Gelübde. Ich bin keine Opposition mehr. Diese Selbstentmächtigung ist hiermit abgelegt. Ich bin jetzt die Regierung. Ich bin der neue Architekt. Ich bin Rastopatricks, Jiva, Gottmensch und Wahrheit.